Wer erinnert sich noch an das Bäumchen? Anfang des Jahres gepflanzt. Wann wird das endlich besser? Was machen wir heute? Wir schauen uns heute mal da oben die Bienenkugel an. Das hat nämlich gestern komisch ausgeschaut vom Flugbetrieb. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das Volk überhaupt lebt noch. Oh. Ganz ehrlich, das belastet mich direkt. Also wir haben so viele Wespen hier. Also jetzt mittlerweile nicht mehr hinter die Fluglöcher, sondern vorne. Und alle Völker, die separat stehen, sind voll unter Beschuss von den Wespen, aber Vollgas. Ja, ich rede von Tausenden. So, dann gehen wir mal rauf. Der Berg. Erst sind wir fast ertrunken, weil wir gedacht haben, wir ersaufen vor lauter Regen. Regen, Regen, Regen. Und jetzt Trockenheit. Die Imker, man merkt schon, dass Imker aus der Landwirtschaft kommen. Ja? Man merkt es, weil es passt nie. Es passt nie. Ja, da schaut es aus, alles ausgetrocknet. Also es ist irgendwas, bewegt sich vor dem Flugloch. Aber es sieht mir komisch aus. Ja. Oh mein Gott. Oh my goodness. Seht ihr es? Was zur Hölle? Es fliegen ein paar Bienen rein und raus. Boah, das sind tausende Wespen. Ich sag's nicht gern, aber das sieht nicht gesund aus. Oh mein Gott. Ich mach jetzt einfach mal auf. Warte mal, ich tue euch schnell aufs Stativ, weil mit einer Hand kriege ich hier nicht auf. Und da, wenn es ist, muss ich einen Smoker schnell holen. Jetzt schauen wir mal, ob es geht. Ja, geht. Ach nö. Komm. Tut mir leid für den Ausdruck, aber alles voll mit toten Bienen oder Wespen. Ich brauche jetzt auch keine Angst, dass hier Räuberei ausbricht, weil das sieht mir aus, als ob das schon mindestens eine Woche oder so ist. Da unten seht ihr es, auch alles voller toten Bienen und Wespen. Jetzt schauen wir mal, wer es ausgeräumt hat. Waren es die Bienen oder die Wespen? Ich vermute ja, die Wespen haben die Bienen gekillt. Da haben wir schon Wachsmotten. Oh. Also hier haben wir schon Wachsmotten. Super geil. Kann ja alles einschmelzen. Oh, hier sieht man richtig, wie das rausgerissen ist. Also da haben Bienen geräubert. Ja, die Natur ist nicht so IT-Die, wie es oft dargestellt wird. Ich stelle euch mal ein bisschen schöner, dass er. Das ist komplett leer. Da blutet einem das Herz, das sage ich euch.
so schön. Den ging es so gut. Also da ist gar nichts mehr drauf. Das ist nicht einmal von Bienen leer geräumt worden, eher von Wespen. Super. Da sieht man einen Unterschied. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann es sehen. Wenn Bienen räubern, das haben Bienen leer geräumt. Oh, jetzt kommt schon richtig fett Wachsmotten da unten. Wir schauen uns jetzt aber alles an. Werde ich dann alles jetzt dann ausschmelzen? Oh mein Gott. Also hier haben wir schon Wachsmotten drin. Wie schnell geht das überhaupt? Wann haben wir den Livestream gemacht? Wir haben doch einen Livestream gemacht, wo ich das Vorgang geschaut habe. Das ist doch höchstens 3 Wochen her. Und da war das Volk noch tippitoppi in Form. Man sieht ja hier sogar noch, ja, die verdeckelte Brut. Ja, und da unten sieht man, ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, die Wachsmotten. Okay. Das ist voll eklig. Da. Seht ihr es? Komm. Das macht keinen Spaß, sowas. Oh mein Gott. Eine Hornisse. Was willst du jetzt? Also da ist gerade eine Hornisse rausgeflogen. Schaut euch das mal an. Da ist der Käfig hier drin mit. Können wir jetzt auch rausmachen. Und überall Wachsmotten. Das ist wirklich kein schöner Anblick. Ich hole mir jetzt mal einen Stockmeißel und ein Messer. Super. Voll Katastrophe. Da hier sieht man noch Biene. Da ist nur noch der Kopf, der Hinterleib fehlt. So der klassisch auf Wespen. Und dann heißt hier reinigen. Hey, das ist richtig schwer. Oh, hier ist Perka drin. Bienenbrot. Ja. Ich hole mir jetzt schnell Handschuhe, einen Eimer, Messer und dann machen wir das sauber. Mein Gott, nein. Also ich habe ja wirklich nichts gegen Wespen. Ja. Jedes Lebewesen soll leben, aber sowas tut immer weh. Das tut richtig weh. Naja. Es tut mir jetzt leid, dass ich mal nicht so gut gelaunt bin. Ich habe mich so gefreut. Ja, ernsthaft, das tut weh. Ich habe mich so gefreut, weil das lief so gut. Ja, es lief so gut. Das Volk hat sich super entwickelt. Das Käfig hat super geklappt, also es war alles tippitoppi und dann sowas. Das macht fertig einfach. Aber was man hier auch sieht, die Natur räumt sofort auf. Also wenn man sagt, das ist 3 Wochen jetzt her, wo ich das Volk das letzte Mal gesehen habe. Also nicht ganz 3 Wochen, also ziemlich genau 23 Tage.
und wir haben schon Wachsmotten drin. Ich bin mir sicher, das hätte jetzt maximal noch 2 Wochen gedauert, dann wäre von dem Wabenwerk so gut wie nichts mehr da gewesen und alles rausgefressen. Ja, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht, wie fleißig die waren, das Volk, also was das schon alles gebaut hatte. Aua. Jetzt ist die Frage, sind die Rämchen, muss ich direkt anrufen, ob die Rämchen hier, ob ich die im Dampfhackschmelzer machen kann oder ob die das nicht aushalten. Dann würde ich sie vielleicht doch vorher sogar ausdampfen. Sogar der Käfig hat funktioniert. Es lief anscheinend zu gut. Es lief anscheinend zu gut. Also da drin hat es gerade 80 Grad. Da habe ich gerade von Apideas Sachen aufgelöst. Könnte mich jetzt für verrückt erklären, aber irgendwie tun mir jetzt die Wachsmotten leid. Es geht hier gar nicht alles auf einmal rein. Nicht gut. Müssen wir 2 Durchgänge machen. Geh weg, kleine Wespe. Müssen wir 2 Durchgänge machen. Jetzt ist schon so Nachmittag. Das hätte ich, wenn ich Vormittag gesehen hätte. Mist. Naja. Schauen wir mal. Naja. Deckel drauf. Kann ich ja liegen lassen. Räuberei löst das keine mehr aus. Das Zeug hier. Also, ich lasse es jetzt nicht liegen bis morgen oder so, sondern der Zeit, wo ich jetzt hier aufräume, ist jetzt eh schon egal. Ich mache jetzt hier sauber. Und dann könnt ihr mal hier auch reinschauen. Das sieht nämlich wüst aus. So, dann tun wir das mal raus hier. Machen wir mal da drinnen sauber. Seht ihr, was hier alles fliegt? Das sind alles Wespen. Das sind alles Wespen. Was aber, das muss ich sagen, eigentlich nur weniges. So, so sieht es jetzt hier drin aus. Die haben so schön schon alles propolisiert. Ja? Hier, alles, da. Sag ich, das Volk hat sich super entwickelt. Und da sieht man es mal wieder. Ein super Beispiel. Ich hätte bis vor dieser Sache niemals gedacht, dass ein Bienenvolk, ein gesundes, starkes Bienenvolk, in so kurzer Zeit von Wespen so zerlegt werden kann. Also hätte ich wirklich nicht gedacht. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie es euch dieses Jahr so geht, ob es bei euch auch so schlimm ist. Also ich kann mich an nichts erinnern, wo es jemals so massiv für Wespendruck vorhanden war. Es ist ja wirklich so, dass ich kann nichts irgendwie stehen lassen und es ist alles voll mit Wespen. Also nicht nur am Bienenstand, sondern egal wo. Es sind so viele Wespen unterwegs, das ist irre. Und jetzt habe ich aber sogar 2 Hornissennester direkt in unmittelbarer Gegend. Normalerweise, wenn ich so Hornissen habe, habe ich eigentlich gar keine Wespen. Und dieses Jahr, ich weiß nicht, also es ist verrückt. Oh mein. Gehen wir runter. Muss jetzt 2-mal gehen. Der Wachskuchen, den schaffe ich nicht mehr. Beziehungsweise mal gucken. In der Zeit, wo ich das obere Jahr jetzt reingestampft habe, sauber gemacht habe, Starshot ist gesehen. Nee, da ist nichts passiert. Also das räume ich da noch weg, ja. Also sowas bitte nicht liegen lassen, wenn ihr sowas habt. Ich glaube jetzt nicht, dass das die Räuberei auslöst jetzt hier, weil ihr seht es, da ist eigentlich kein Interesse dran, da ist nichts mehr zu holen an dem Waben.
So, was heißt es jetzt für mich? Dass ich das viel früher merken müssen. Ich hätte es viel früher merken müssen. Und ja, es ist eigentlich keine Ausrede, dass ich sage, eigentlich haben sie nichts gebraucht und wieso soll ich da rumkruschen an den Völkern? Aber man soll trotzdem alle 4-5 Tage sollte man schon bei seinen Völkern gucken. Und da haben wir schon gedacht, da stimmt was nicht. Aber ich habe auch eine Vermutung. Und wieso das Ganze, ich nehme euch mal mit, dass ihr vielleicht das ein bisschen besser versteht, wieso ich jetzt so skeptisch geworden bin. Also Punkt 1, diese Beute da oben, also die Bienenkugel wurde umflogen. Ja, nicht sehr viele Bienen, aber sie wurde umflogen. Und sowas deutet eigentlich auf Räuberei hin. Alle anderen haben einigermaßen Flugverkehr, die da oben hatten keinen. So, dann hoffe ich mal, dass ich mich nicht geirrt habe gestern. Gestern hat dieses Volk hier, das hier, massivst Bienen vorm Flugloch gehabt. Also massivst. Wir erinnern uns, das ist eigentlich ein Ableger. Da habe ich noch gar nicht reingeschaut, muss ich auch sagen. Aber das deutet für mich darauf hin, dass da irgendwo was kollabiert ist und irgendwo was zugeflogen ist. Oh ja, da ist er ja. Ja, da ist volle Hütte. Schaut's. Da ist volle Hütte. Also habe ich richtig vermutet. Dann bin ich hierher, dann waren die sehr, naja, wie soll ich sagen, verteidigungsfreudig ist jetzt auch der falsche Ausdruck. Ja, ich gehe schon weg. So wie das jetzt hier. Also die wollten mich, also die haben mich nicht gestochen, aber die haben mir gesagt, hey, jetzt geh weg. Wir haben jetzt andere Probleme, wir können dich nicht auch noch gebrauchen. Also das ist mir als erstes aufgefallen da drüben. Da haben wir gedacht, ha, vielleicht wegen den Wespen. Ja, weil es war überall viel Wespenbeflug, also wie es eigentlich immer ist. Meistens am Morgens und abends, also jetzt unterm Tag geht's. Da ist auch den Wespen zu warm. Und ja, hab ich gedacht, eieiei. Da ist mir jetzt was zugeflogen. Also, ich gleich gemerkt, bin hier rüber, habe notiert. Einmal träufeln, in 2 Tagen Volk, das vorderste Volk. Warum? Weil sehr wahrscheinlich diese Bienen, die mir zugeflogen sind, wahrscheinlich sehr viele aufsitzende Varroen haben. Ja, so ist es in der Regel. Gut, also notiert. Das gibt's ja nicht. Aber diese Gelbfärbung, also es hört sich jetzt blöd an, aber ich habe bei mir mit diesem richtig knackigen Gelb, also diesen Gelb-Orange-Stich, habe ich hier nur 5 Völker. Ja, ich habe 5 Völker, wo so einen richtig knackigen Orange-Stich haben. Und die, wo da zugeflogen sind, also die, wo da davor saßen, waren genauso. Ja, wenn ich dran denke, weil wenn ich das Volk da filme, dann. Wenn nicht, müsst ihr selber dran denken. Ja, dann zeige ich es euch. Auf jeden Fall, ja, das wird doch nicht eins von da unten oder da oder die Easy B-Box sein. Die Bienenkugel sein. Ja. Es war gestern dann schon relativ dumper, also es ist runtergedunkelt. Ich habe halt nur gesehen, dass halt schon Flugverkehr da war, aber komisch, wie gesagt, die sind umkreist. Da habe ich gedacht, jetzt schaust du heute mal nach, was da los ist. Dass es jetzt so krass ist, hätte jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht damit gerechnet. Also ich hätte jetzt gedacht, da ist noch, schon noch Bienenmasse da. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe das auch noch nie gehabt, dass so viele tote Wespen vor einem Flugloch liegen. Also dass mal 20, 30 liegen. Okay, vielleicht mal 100, das ist schon krass.
Aber Tausende, weil das waren Tausende. Das sind Tausende, das sind, wenn ich die zusammen, das ist ja so. Ja. Dann war es tatsächlich die Bienenkugel. Also, jetzt ist noch für mich interessant, bei der nächsten Durchsicht hat die gesamte Bienenkugel dieses Volk gekapert, also sprich, auch die Königin der Bienenkugel, ist nämlich gar nicht mal so selten, ja, dass die da irgendwo einziehen, vor allem in Ableger, kleinere Völker, also da ist definitiv was eingezogen, das werde ich nächste Woche, wird irgendwann der Video kommen, definitiv, weil die Kiste ist jetzt bumsvoll, ja, also habt ihr gesehen, ich weiß, aber ich habe es jetzt grob gesehen, die ist bumsvoll und die sind nicht so harmonisch. Und das deutet eigentlich darauf hin, wenn sie nicht so harmonisch sind, dass die Königin mit übernommen hat. Sprich, die sind da ausgezogen. Ja, sind hier eingezogen mit der Königin. Und deswegen sind die jetzt gar nicht so richtig harmonisch. Ja, ist bloß die Frage, welche Königin hat sich jetzt durchgesetzt? Stresst mich. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Oder was das Geilste ist? Ich bin noch nicht einmal durch mit der Honigernte. Ich bin immer noch am Ausschmelzen. Aber jetzt ist ein Durchgang noch. Ich habe genau noch 3 Honigräume. Die muss ich noch ausschmelzen. Aber dann kommt das nächste Problem. Dann habe ich ...91 Honigräume, die keine Mittelwände haben. Sprich, ich habe keine Mittelwände mehr. Sprich, normal mache ich ja Naturwabenbau, aber ich habe ja zumindest immer so die Hälfte. Aber ich habe ja diesmal gar nichts mehr. Also ich starte jetzt nächstes Jahr ins Frühjahr, so wie absolut jeder blutige Anfänger. Also ich habe, aber ich will wahrscheinlich dann, ich mache mir Mittelwände. So. Jetzt habe ich mir gestern gedacht, ach komm, das ufert hier aus sonst. Ich mache jetzt hier Feierabend. Versuche mir ein bisschen zu beruhigen. Ich bin eigentlich ruhig, aber mich ärgert es einfach. Für mich ist so ein Bienenvolk, jedes Bienenvolk ist, weiß ich nicht, wie so Angehöriger, ja. Und deswegen, glaube ich, kämpfe ich auch um jedes noch so kleine Völkchen. Also, da wenn jetzt eine Handvoll Bienen drin gewesen wäre oder 20 Bienen und der Königin, ich garantiere euch, ich hätte alles in meiner Macht Stehende getan, um diese Königin irgendwie zu retten. Ob das jetzt immer das Richtige ist, um Gottes Willen, das stelle ich gar nicht, das will ich gar nicht zur Frage, also gar nicht so hinstellen. Also ich glaube, das ist ja gar nicht so richtig. Manchmal soll es einfach nicht sein. Mich ärgert es, weil ich habe im letzten Livestream habe ich halt noch gesagt, passt auf die Völker, die hier alleine stehen jetzt. Normalerweise so Einzelaufstellung ist super, um Gottes Willen, ist wirklich super. Hat Vorteile wegen der Varroa und. Aber dieses Jahr ist mir halt aufgefallen von Freundinnen und Kollegen, deswegen ärgere ich mich so. Weil ist ja nicht so, dass ich den Fehler, ich hätte das kommen sehen müssen. Weil viele meiner Kollegen in der Umgebung und auch aus der Community haben ja selbst berichtet, sagen, wir haben mit den Wespen eigentlich so keine Probleme, nur immer die Randvölker, die separat stehen. Und nicht mal, ob das, ist völlig egal, ob das ein Ableger ist, ob das ein Apidea ist, ob das ein Wirtschaftsvolk ist, die haben Probleme. Und seltsamerweise, wenn ein Apidea mitten unter den anderen drin steht, gibt es überhaupt keine Probleme. Ich habe es ja da oben, da stand auch bis letzte Woche noch ein Apidea mit einer Handvoll Bienen. Überhaupt keine Wespenprobleme. Und das Einzige, was richtig gesondert steht, ist eben da oben die Bienenkugel. Man merkt aber, dass sie angespannt sind hinten. Der Bienenkorb, der ist auch voll auf Verteidigung aus. Die sitzen alle vor dem Flugloch. Ja. Jetzt mal auf Feierabend. Tschüss.
Wir sehen uns. Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch mit beileid, dann haut einen Daumen rauf. Ja. Und wir sehen uns. Und vielleicht sehen wir uns auch in Friedrichshafen, beziehungsweise auf der bayerischen Imkertagung. Ja, am Sonntag, glaube ich, ist die. 15. oder 16. Ciao.